Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Im Kapitel Haut, Haare geht es um Krätze. Ich nehme gerade einen Schluck Kamillentee. Er hat jetzt Zwiebeln zum Frühstück. So, das ist schön für drunter, aber als T-Shirt nur so. Naja, Krätze. Krätze in Klammern Scabies entsteht durch Befall der Haut mit Krätzmilben. Diese Parasiten können sich ganz ähnlich wie Läuse auch unter einwandfreien hygienischen Bedingungen ausbreiten. Sie bohren dann kleine Gänge in die Haut und setzen sich dort fest. Die Bohrgänge der Krätzmilben hinterlassen fadenförmige, knotige Linien auf der Haut, die sehr stark jucken, vor allem in der Bettwärme. Die Milben befallen in erster Linie warme Hautstellen mit dünner Hornhautschicht, wie Finger- und Zehenzwischenräume, Achselhöhlen, Handgelenke, Brustwarzen und den Genitalbereich. Bei Kindern sind eher die Fußsohlen, Knöchel, Handteller, Fingerrücken und Gesäß sowie Gesicht und Kopfhaut betroffen. Ist eine Selbstbehandlung möglich? Einige Medikamente gegen Krätze werden rezeptfrei angeboten, sollten aber dennoch nicht ohne ärztliche Begleitung eingesetzt werden, denn die Insektenvernichtungsmittel, mit denen die Krätzmilbe behandelt werden muss, sind giftig. Und das Mittel, mit dem Krätze am sichersten zu behandeln ist, muss ohnehin vom Arzt verschrieben werden. Wann zum Arzt? Krätze sollte wegen ihrer Hartnäckigkeit immer ärztlich behandelt werden. Wenn Sie die oben beschriebenen Symptome bemerken, sollten Sie unverzüglich einen Arzt aufsuchen. Was ist bei der Behandlung zu beachten? Krätze sollte mit einer rezeptpflichtigen Creme, die die Parasiten zuverlässig abtötet, behandelt werden. Krätze sollte mit einer rezeptpflichtigen Creme, die die Parasiten zuverlässig tötet, behandelt werden. Ich kann an der Stelle schon mal vorgreifen, es gibt zwei rezeptfreie Medikamente, die sind gelb, und ein rezeptpflichtiges Medikament, und es ist wirklich nur eins, das ist Infectoscab-Permetrin und das ist geeignet. So, warum es die beiden rezeptfreien dann in Deutschland überhaupt auf dem Markt gibt, ist mir auch nicht ganz klar. Der Staat verletzt da wahrscheinlich seine Fürsorgepflicht. So, was kann ich selbst tun? Generell ist ein enger körperlicher Kontakt mit Infizierten zu vermeiden, denn Krätzmilben werden vor allem durch engen Hautkontakt übertrieben, zum Beispiel zwischen Eltern und Kind, zwischen Partnern oder zwischen Pflegenden und Gepflegten. Hände schütteln oder das gemeinsame Nutzen von Handtüchern reicht für eine Übertragung der Krätzmilben in aller Regel nicht aus. In jedem Fall sollten alle Kontaktpersonen möglichst rasch von einem Arzt untersucht werden. Handtücher, Laken, Bettbezüge, Wäsche und Kleidungsstücke, mit denen Sie in Berührung gekommen sind, müssen Sie während der Behandlung täglich bei 60 Grad Celsius waschen oder hängen Sie die Teile für 4 bis 6 Tage an die frische Luft. Klopfen Sie anschließend sorgfältig aus und waschen Sie dann bei der für die Wäschestücke empfohlenen Wassertemperatur. Ja, Deutsch ist schwer, auch schwer zu lesen. Alternativ können Sie die Kleidung auch in einen Plastiksack legen. Diesen fest verschließen, eine Woche lang lagern und anschließend die Kleidungsstücke waschen oder in die Reinigung geben. Ohne Hautkontakt überleben die Krätzmilben nur 2 bis 3 Tage. Es geht weiter mit die bewerteten Medikamente und
Wirkstoffe.